Moin, liebe Freunde der Modelleisenbahn. Hier ist euer Mattes und ich möchte mich mal wieder zurückmelden. Man hört es, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, viel zu tun. So bin ich leider noch nicht auf die Zahl gekommen der Videos, die ich so ganz gerne so pro Zeiteinheit hochstellen möchte. Ungefähr so alle 2 Monate eins. Aber wie gesagt, irgendwann kommt mal eine Pause und außerdem habe ich hinter mir ein anderes Projekt nochmal stehen. Mein Erstlingswerk ist eine Z-Eisenbahn. Da bin ich auch kräftig dran, die zu renovieren und wieder gangbar zu machen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Fahrvideo drüber, wenn sie dann fertig ist. Also da könnt ihr euch dann das nächste Mal dann drauf freuen oder die nächsten Male dann drauf freuen. Heute geht es aber um den München-Nürnberg-Express. Wie gesagt, relativ neu von MacLean jetzt bekommen. Liegt jetzt ehrlich gesagt schon seit gut einem Monat noch nicht ausgepackt bei mir hier unten und ich warte jetzt auf die Ruhe und die Zeit, dass ich euch jetzt mal dieses Video machen kann. Den packen wir heute aus. Ich stelle ihn euch vor. 42988 und 42989. Das ist dann einmal die Grundpackung und einmal die Ergänzungspackung. Ich bin mit dem Zug selber schon mal gefahren, geschäftlich. Und ja, das war dann auch irgendwo so ein kleines Ding. Ja, als Martine rausbrachte, kann man sich mal gönnen. Fangen wir mit dem Paket, mit dem Grundpaket an. Besteht aus 4 Wagen. Wie gesagt, Premiere, es ist wirklich noch nicht ausgepackt worden. Mal gucken, was mich da drin jetzt erwartet. Einmal der Standardkarton von MacLean. Ideal, Standardverpackung. Kennt ihr ja sicher auch schon. Und ja, als erstes, was kommt mir hier entgegen? Erstmal die Bedienungsanleitung. Gucken wir dann gleich rein. Garantieurkunde. Und nochmal einen Beipackzettel. Ja. Dort werde ich jetzt nicht vorlesen, aber mal kein roter Zettel wie bei dem Bleistopfexpress, bei dem Unimaten. Ja, so schaut er aus. Ich werde jetzt mal vorsichtig mal mit der Kamera drüber gehen und dann gucken wir uns mal zusammen die Bedruckung an. Ich gehe mal davon aus, dass die Wagen einzeln durchnummeriert sind. Und ja, wenn ich ihn dann auf die Eisenbahn stelle oder auf die Anlage stelle, dann sollte er natürlich auch von der Wagenreihung richtig erfahren. Fangen wir vorne am Steuerwagen an. Auch hier vorbildgerecht, das eine Fenster fehlt. Die Bedruckung Zuglaufschilder finde ich hier schon mal sehr gut gelungen. Auch die untere Bedruckung. Spannend wird es letztendlich bei der Wagennummerierung. Auch das hier schön abgesetzt hier unten. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, man kann es auch einigermaßen gut erkennen im Video. Und der Steuerwagen hat hier die Nummer 13. Ich muss mal gucken, ob ich hier eventuell noch mal ein großes Foto mache, dass man den Zuglauf an den Türen noch mal sauber erkennt. So, jetzt müsste ich allerdings mal lügen. Hier vorne, hier ist normalerweise auch die Wagennummer. Okay, brauchen wir nicht, weil sie ist hier unten drauf. Gucke ich mir noch mal im Original an. So, der Wagen, der dahinter ist, zweiter Klasse. So, jetzt wird das natürlich mit dem Eng hier so ein bisschen durchschieben. Aber hier eigentlich auch eine sehr saubere Bedruckung. Und schiebe ich mal die Kamera ein bisschen rüber. Hier hätten wir dann den Wagennummer. Ja. Bist du 12? Bist du okay? Es geht also abwärts, also 13 der Steuerwagen. So, dann gehen wir mal oben, machen oben weiter. Und die Folie hier ist ein bisschen entgegen. Aber auch hier sehe ich jetzt keinen Mangel in der Bedruckung. So, jetzt die Kamera auch wieder scharf. Und hier oben haben wir dann die Nummer 11. Ja, und der erste Klassewagen müsste dann die Nummer 10 sein. Sehr sauber bedruckt. Und letzter Wagen ist dann die Nummer 10. Ja, wunderbar. Das heißt, die Reihenfolge ist klar. So wie sie im Karton liegen, so müssen denn die Wagen auch rein in den Zug. Also, da haben wir hier unten Steuerwagen 13,
12, 11, 10. Ich gucke jetzt gleich mal im Ergänzungsset. Da müsste es dann mit 9 und 8 weitergehen. Dazu machen wir einen kleinen Schnitt. Hier wieder das gleiche Spannende. Deckel ab. Standard Styroporverpackung. Auch hier haben wir einen Beipackzettel, aber nicht den allgemeinen Hinweis. Den habe ich mir in der Zwischenzeit mal durchgelesen, der besagt, dass wir M-Gleise hier nicht fahren sollen, weil die Wagenkästen dann an den oder die Wagenunterböden an den weichen Laternen hängen bleiben können. Ja, hier eigentlich genau das gleiche. Jetzt fangen wir mal hier oben an. Auch sauber von der Bedruckung her. So, jetzt lässt mich das Licht hier so ein bisschen im Stich. Und ja, wie kann man es erkennen? Kann man gar nicht erkennen. Doch, das ist die Nummer 9. Und da müssten wir hier unten dann entsprechend die Nummer 8 haben, wenn sich die Kamera scharf stellt. Ja, das ist die Nummer 8. Also, jetzt wissen wir, wie wir den Zug zusammenstellen müssen. Steuerwagen 13, 12, 11, 10, 9 und 8. Genau, dann mich dann in einer anderen Reihenfolge. Auch das hier habe ich gesehen. Das Logo ist wirklich, ich habe mein Originalfeld angeguckt, das Logo ist wirklich mal links, mal rechts gewesen. Also das entspricht auch dem Original. Und ja, ich werde jetzt mit dem Steuerwagen anfangen, den mal auspacken, den mal aufgleisen. Der soll ja einen Decoder haben. Und dann werde ich eine Funktionskontrolle machen, ob das Licht anspringt. Und wenn das dann soweit ist, dann setze ich den Zug auf meine Anlage. Steuerwagen entnehmen, beziehungsweise alle Wagen entnehmen. Ich habe mich angewöhnt, immer hier diese Schutzverpackung zu nehmen. Da kriegt man den Wagen sehr schön raus. Kann ihn mal beiseite nehmen. So, die große spannende Frage für mich ist jetzt, dadurch, dass es ja ein Steuerwagen ist, wir gucken uns jetzt mal direkt den Unterboden an. Hier sehe ich jetzt keine Wippe. Also denke ich, wird der Lichtwechsel dann über den Decoder funktionieren. Ich sehe auch sonst keine anderen Kontakte hier an den Rädern, die irgendwie dafür sorgen könnten, dass die Information, ob der Wagen vorwärts oder rückwärts fährt, in den Wagen selber gelangen. Also heißt das dann letztendlich für die Fahrt mit dem Zug auch rückwärts. Ihr wisst ja, ich habe ja einen Sackbahnhof. Für mich ist halt eben dieses Rückwärts- und Vorwärtsfahren halt eben dann auch sehr interessant. Ja, müssen wir halt eben dann auch umschalten. So, gucken wir uns mal von der anderen Seite an. Die Seite auch soweit in Ordnung ist. Ja. Hier vorne sieht man auch sehr schön die Bedruckung 13. Also im Großen und Ganzen gefällt er mir sehr gut. Saubere Bedruckung. Viele kleine Details. Also auch das hier oben finde ich sehr schön gelöst, was hier an der Tür drin ist. Die ganzen Türhalterungen, die man von hinten gegengeklebt hat. Wagenübergang. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Puffer hier grau gehalten sind, also da hätte ich mir vielleicht so Steckpuffer gewünscht, die einfach schwarz sind, weil man sieht sie dann doch gerade zwischen Lok und erstem Wagen. Ja, erster Wagen ist raus, das heißt aufgleisen, mal nachgucken, ob die Innenbeleuchtung angeht und ich bin mal ganz gespannt hier auf dem, ach, den Führerschein habe ich noch gar nicht gezeigt, ha, bingo. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das hier vorne mit dem Lichtwechsel funktioniert und was sich so im Wagen selber dann in Digitalfunktion versteckt und verbirgt. Ein Manko habe ich bereits gefunden. Wir gucken uns den Steuerwagen gerade mal von unten an. Also hier unten auch mit Clean Standard Detaillierung, sage ich mal. Einmal so eine Druckgussform. Aber hier unten kann man es ganz gut sehen. Da geht ein braunes Kabel direkt an das Rad dran. Also das muss noch weiter rein. Finde ich jetzt ein bisschen ja, komisch, aber ich denke mal, das wird gut funktionieren. Hat man von innen nicht reingezogen. Wie gesagt, ich kontrolliere den ganzen Zug jetzt, setze ihn dann drauf, lasse ihn ein paar Runden fahren, dann setze ich ihn nochmal runter von meiner Anlage und dann kommen Figuren rein. Wisst ihr immer ganz genau, bei mir müssen halt immer Leute im Zug sitzen. Ich finde, das wird gleich realistischer. Aber ansonsten denke ich, hier ist das Kabel, glaube ich, da unten ist auch noch das Kabel durch. Das ist da nicht im Weg, aber hier auf der Seite, wie gesagt, da stört es mich dann so ein bisschen. Ja, da unten kann man die Schleife sehen, also das ist nicht sauber produziert worden. Aber ich denke, das kriegen wir mit zwei Handgriffen wieder hin, ohne dass wir großartig Aufstand machen müssen. Also, jetzt kommt er drauf und dann mal gucken, ob er sich anmeldet, der Steuerwagen.
So, das heißt, wir haben einmal Spitzensignal, Fernlicht soll er haben, Innenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung und die stromführenden Kupplungen für alle Wagen. Also das heißt, den kann man wohl separat schalten. Führerstandsbeleuchtung, Innenbeleuchtung separat. Okay, das hätte ich mir auf einem Knopf gewünscht. Naja, muss man eben ein paar Knöpfe drücken, damit halt eben der Zug voll beleuchtet ist. Fünf Funktionen sollten drin sein, beginnend bei F0. Ja, lassen wir ihn sich nochmal anmelden. Vielleicht ist er jetzt auch gleich fertig, dann können wir hier direkt weitermachen. Na, ich mache einen Schnitt. Angemeldet ist er nun, meldet sich als Menü Express an. Hier oben sieht man es. Ja. Symbol ist ein Wagen, passt jetzt eigentlich auch ganz gut. Und ich fange einfach mal mit der Beleuchtung an. Und man sieht es ganz schwach. Er fängt jetzt hier hinten mit Rot an. Ich glaube, wenn ich jetzt umschalte, ja, dann habe ich das Dreilichtspitzensignal. Also das muss definitiv manuell umgeschaltet werden. Ich denke, ich werde mir das überlegen, dass ich den auf die gleiche Adresse wie die Lokomotive programmiere und hoffentlich dann das so hinkriege, dass es dann gegenläufig ist. Dann brauche ich nämlich hier, weil ich den Zug ja im Zugverband fahre, dann brauche ich halt eben nur eine Taste für die Endbeleuchtung, also Dreilichtspitzen ja an der Lok, beziehungsweise zwei rote Schlussleuchten am Wagenende. So, gucken wir mal nach das Fernlicht. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Das sind auch jetzt die äußeren Lampen. Zeige ich dann nochmal gleich in der Frontalen. Dann haben wir hier die Innenbeleuchtung für den ersten Wagen oder für den Steuerwagen. Das soll wohl separat sein. Das kann man gleich kontrollieren, wenn ich den zweiten Wagen dann auspacke, mal dahinter hänge. Führerstandsbeleuchtung klappt auch. Und was wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ist dann quasi der, ja, der restliche Zug. Das wäre dann die Funktionstaste 4. Dazu packe ich jetzt gleich mal einen zweiten Wagen aus, aber vorher gucken wir uns einmal das Ganze nochmal in der Frontalen an. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, der Zug ist sehr schön beleuchtet auch. Also von der Helligkeit gefällt es mir sehr gut her. Sieht innen drin noch ein bisschen einsam aus, aber das ändern wir dann auch im nächsten Video. Das heißt, da kommen dann Figuren rein. Irgendwie habe ich heute ein bisschen Probleme mit meiner Beleuchtung hier, also mit der Raumbeleuchtung. Schalten wir nochmal um. Zwei rote Schlussleuchten, Dreilichtspitzensignal und einmal das Fernlicht. Das finde ich ist sehr gut gelungen, dass man hier wirklich auch die äußeren Lampen genommen hat. Gehen auch sauber aus, beide. Okay, das war jetzt mal blöd, war einfach mal zum Ausprobieren. Mal sehen, wie intelligent MacLean das programmiert hat, dass wenn man das Fernlicht anlässt, dann umschaltet, dann gehen die auch entsprechend aus. Also auch das klappt. Gucken wir uns mal die Führerstandsbeleuchtung an. Führerstand auch, der sieht auch noch ein bisschen einsam aus. Da kommt auf jeden Fall definitiv schon ein Lokführer noch rein. Ja, dann hole ich mal einen zweiten Wagen raus. Gucken wir uns da mal die Schaltfunktionen an. Und dann gehe ich mit der Kamera, denke ich, nochmal durch den ersten, also durch die ersten beiden Wagen, damit wir uns mal das Innenleben angucken können. So, jetzt ist Wagen Nummer 2 ausgepackt. Wie gesagt, die Nummer 12. Und wenn ich ihn hier mal umdrehe, hier sind andere Radsätze oder beziehungsweise andere Drehgestelle drunter. Das heißt, hier sieht das Masseproblem oder beziehungsweise die Masseaufnahme etwas anders aus. Da sind diese Massefedern drin und was mich ein bisschen wundert, auf beiden Seiten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, weil normalerweise bin ich auch mit auf einer Seite eigentlich immer sehr gut gefahren. Das Problem ist, dass jetzt halt eben dieser Rollwiderstand ein bisschen größer ist. Also, welche Bewandtnis das jetzt hat, warum man jetzt hier zwei genommen hat, warum man hier im Gegensatz zum Steuerwagen auch andere Radaufnehmer genommen hat. Also, im Steuerwagen hat man die Massepunkte letztendlich im Drehgestell sauber an den Nadeln. Und hier hat man es halt eben nochmal als Massefeder gemacht. Ja, bin mal gespannt, ob ihr das eventuell wisst, sonst schreibt es mal in die Kommentare. Aber an sich, wenn er fährt, dann fährt er halt eben nicht. Man sind ja nur sechs Wagen, die Lok ziehen muss, aber trotzdem. Ich bin eigentlich immer dafür ein Freund, dass man so wenig als möglich Kabel irgendwo zwischen Drehgestell und Rad hat, was nachher auch, oder Drehgestell und Wagenkasten hat, was nachher auch die Betriebssicherheit auch deutlich erhöht, wenn da zu viel Gedönse drin ist. Ja, nächstes kleinere Problem. Ich roll jetzt mal den Wagen in die Kurve rein und dann hört man schon ganz deutlich, das klackert. Also, jetzt bin ich mal gespannt, woran das jetzt liegt. Das ist die eine Seite hier. Man merkt das auch am Wagenkasten selber.
Da wird wahrscheinlich irgendwo ein Rad nicht sauber sein. Schauen wir uns den nochmal von unten an. Vielleicht können wir was erkennen. So pauschal kann ich erstmal nichts erkennen. Das war die Seite, die in Ordnung ist. Das Rad dreht sich. Ach, da haben wir es schon. Ja, das hatte ich aber auch noch nie. Ich schalte mal ganz kurz das Licht der Kamera ein. Da kann man es erkennen. Da ist Dreck auf dem Rad. Aber das hatte ich auch noch nie. Ja, mal gucken, ob wir das runterkriegen oder ob das im Rad selber ist. Am Fingernagel lang, ne, scheint jetzt weg zu sein. Und auf der anderen Seite ist auch was. Naja, gehe ich mal mit dem Q-Tip vorbei. Also, mehr clean, mehr clean, mehr clean. Das hatte ich aber auch noch nicht hier. Aber das Rad, das dreht auch nicht sauber durch. Naja, so viel zu dem Thema hier mit diesen Massefederkontakten hier. Das gibt halt immer Probleme. So, die Seite geht einigermaßen. Aber das eine hier, das eine Rad hier, was hier so ein bisschen geholpert hat, da werde ich mal reinigen müssen, beziehungsweise hier sind noch so ein paar Fabrikationsreste und, oh ne, das Rad ist gebrochen, oder? Ach ne, das sah jetzt nur so aus. Die andere Seite mal angucken. Mal gucken, ob ich das mal vergrößert, ob ich das mal vergrößern kann, aber hier geht auch mal so ein fieser Strich, geht hier durch. Das kann man gar nicht erkennen, doch da, jetzt seht ihr es da, seht ihr? War noch gar nicht aufgefallen. Also so genau habe ich mir die Räder noch gar nicht angeguckt. Erst wenn es Probleme gibt, guckt man sich sowas an. Also, Rad sauber machen und dann geht's weiter. Gute Nachricht, das war's. Jetzt hört sich das schon dreimal besser an. Also da war ein bisschen Schmutz auf dem Reifen drauf. Auf dem Rad drauf. Ja, zwei Wagen, zwei kleine Mängel. Mal gucken, ich habe noch vier vor mir. Mal sehen, was ich da alles finde. Eigentlich schon so ein bisschen schade, aber meine Güte. So ist es halt eben. Ja, wenn man was mit Licht filmen möchte, dann stören andere Lichtquellen. Also, Innenbeleuchtung an. Das hier ist vom ersten Wagen. Das würde ich auch nur die Funktionstaste 2, also F0 ist ja Zugbeleuchtung, drei Lichtspitzensignale und rote Schlussleuchten. Dann hatten wir ja das F1 für das Fernlicht, F2 Innenbeleuchtung, F3 Führerstandsbeleuchtung und dann entsprechend mit der F4, also der fünften Funktion, dann die Innenbeleuchtung vom ganzen Zug. Also, es geht jetzt hier um die Inneneinrichtung. Ja, MacLean Standard. Einfarbig weiß, soll sich ja jetzt ändern. Auch hier, das eine Fenster ist jetzt nicht beleuchtet. Auch hier wäre es schön, wenn wir auch Licht haben. Also normalerweise, man hat ja auch hier bei den Eingängen, bei den Türen hat man ja auch Licht. Ja, da hört die Beleuchtung auf. Ich weiß, da hätte man eventuell gerade bei so einem Zug dann auch mal eine Beleuchtung oder eine LED spendieren können. Einfach die Platine ein bisschen weiter und dann passt es. Ja, ich mache mir dann mit den anderen vier Wagen weiter. Ich halte euch dann auch auf dem Laufenden, ob die dann soweit einwandfrei funktionieren. Und dann sehen wir uns bei dem Fahrvideo wieder, wenn da nichts aufgefallen ist bei den Wagen. Mal sehen, also zwei Wagen, zwei kleine Mängel, vier muss ich jetzt noch auspacken. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Vielleicht noch ein Wort zu dem, worauf ich achte, wenn ich einen Wagen neu in der Hand habe. Wie gesagt, das ist jetzt Nummer 3 hier. Ich drehe ihn erstmal um. Guck nach, ist das hier alles freigängig? Das heißt, kann ich die Regelstelle bewegen? Laufen die Räder, sind die freigängig? Oder blockiert da eins? Funktionieren die Kupplungen? Haben die Kupplungen Spiele? Das sind Sachen, die ich immer vor dem Aufgleisen eines Zuges kontrolliere. Ja, wenn ich damit dann durch bin, dann kann ich auch sicher gehen, dass ich da technisch keine Probleme habe. Und sehe ich da jetzt einen Kratzer im Fenster? Kleinen Moment. Nö, das ist sogar im Fenster drin. Also wenn man hier durchguckt, da sieht man es. Da. Oh. Naja, dritter Wagen. Mal gucken, ob das drin ist oder draußen. Sieht mal aus wie so eine Wimper. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir noch einen Wagen fehlerfrei kriegen hier. Das ist die andere Seite. Ne, Tatsache, das ist eine Wimper im Fahrzeug. Naja, ich muss ihn ja eh auseinandernehmen. Oder beziehungsweise ich möchte ihn ja eh auseinandernehmen. Figuren reinkleben. Das wird lustig. Ich hoffe nicht. MacLean sieht das Video
Vielleicht sieht ja Schulz das Video. Das findet er wahrscheinlich wieder richtig cool. Aber allmählich finde ich auch so ein bisschen, naja, drei Wagen, drei Sachen. Kleinigkeiten, aber es sind halt eben drei Sachen. Ich will jetzt nicht meckern. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist ein kleines Wunder passiert. Ich bin jetzt beim letzten Wagen und die letzten drei waren soweit in Ordnung. Jetzt bin ich hier gerade bei dem Wagen Nummer 8, wo wir jetzt, steht auch in der Beschreibung drin, wo wir jetzt die eine Kupplung tauschen müssen, nämlich da, wo die Lok letztendlich dagegen sitzt. Ich habe mich jetzt mal für diese Seite hier entschieden. Ja, oder nehme ich die andere Seite? Nee, ich glaube, ich nehme doch die andere Seite. Dann sieht das Ganze mal ein bisschen aufgelockerter mit den Toiletten aus. Kupplung entnehmen. Ich nehme da immer eine Pinzette. Gehe dann hier hinten vorsichtig ran, drücke die beiden Nasen hier zusammen und kriege dann die Kupplung hoffentlich problemlos raus. Ich nehme jetzt auch hier die beigelegte Kupplung. Normalerweise lasse ich das, wenn das so original verpackt ist, lasse ich das immer so zusammen, weil Kupplungen habe ich genug. Aber ich habe festgestellt, dass das die neue Kupplung ist von MacLean. Die sind ja ein bisschen flacher aufgebaut. Die sehen ja hier schon ein bisschen anders aus. Die sind hier ein bisschen flacher aufgebaut. Im Gegensatz zu einer nicht vorhandenen älteren Kupplung. Mal gucken, ob ich jetzt gerade hier auf die Schelle eine finde. Doch, hier oben fliegt noch eine rum. Nee. Die ist kaputt, das passiert auch schon mal. Aber wir, da haben wir die andere. So, da sieht man es jetzt, denke ich, den Unterschied, wenn sich die Kamera jetzt scharf stellt. Neue Kupplung, alte Kupplung. Die sind halt eben flacher, das heißt, die gehen auch besser unter den Puffern weg. Die sollen aber kupplungstechnisch problemlos zusammenpassen. Ja, freue ich mich mal drauf und dann kommt die einfach hier in den Schacht rein. Setzen wir den Wagen nochmal drauf. Genießen jetzt nochmal die Vorbeifahrt. Wagen 8, 9. Gemischter erster Klasse, zweiter Klasse Wagen 10. Wagen Nummer 11. 12. Und die Nummer 13. So, ab damit auf die Anlage. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Beim Aufgleisen des München-Nürnberg-Express, kurzer Zwischenstopp bei meinem Erstlingswerk, was ich gerade überarbeite. Das ist eine Z-Anlage, ausgelegt für sechs Züge. Ja, wie gesagt, hier so Stellen hier vorne an den Vorsignalen werden überarbeitet. Die ganze Elektronik habe ich getauscht. Ein paar Züge stehen hier schon rum. Hinten die Rampe muss ich neu gestalten, da kommen sie nicht hoch. Kräftig sauber machen, Schattenbahnhof letztendlich auch nochmal kräftig sauber machen. Alles wieder gangbar. Naja, Schienen sind ein bisschen krumm und schief verlegt. Hat sich alles ein bisschen verzogen, aber da bin ich jetzt gerade dabei. Für alle, die jetzt kein Fahrvideo vom München-Nürnbergs-Express sehen möchten, für den verabschiede ich mich und viel Spaß und bis zum nächsten Video. Für alle anderen, jetzt gucken wir uns den Zug an. Ich weiß, es ist selten, dass ich mal ein Fahrvideo reinquatsche, aber vorher mal eine kleine Erläuterung. Im Vordergrund sehen wir die kleine Adler. Hier wird gerade ein Film gedreht. Sieht man hier an dem Filmteam. Deshalb ist es auch bei mir auf der Anlage völlig normal, dass im Hintergrund jetzt der München-Nürnberg-Express eingesetzt werden kann. Das heißt, er kommt vom Abstellgleis, hat entsprechend keine Beleuchtung in den Wagen an. Die schalten wir dann gleich an, bevor die Gäste dann zusteigen können.
Thank you.